Sehen Sie die Zeichnung an. Was ist passiert? Ein Unfall. Was machen die Leute? Sie streiten sich. Was sagen Sie vielleicht? Sie müssen das bezahlen. Die Ampel war rot. B. Hören Sie jetzt den Text und kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Hören Sie den Text zweimal. Wenn Sie nicht alle Antworten gefunden haben, hören Sie den Text noch einmal. 2b. Ja, haben Sie denn nicht gesehen, dass die Ampel rot war? Warum haben Sie nicht gebremst? Sie können doch nicht einfach bei Rot über die Kreuzung fahren. Quatsch, die Ampel war gelb. Das habe ich genau gesehen. Sie sind zu früh losgefahren. Warum haben Sie nicht besser aufgepasst? Sie haben mein Auto doch gesehen, oder? Klar, ich habe Sie gesehen. Aber ich dachte natürlich, dass Sie an der roten Ampel stehen bleiben und warten. Die Ampel war nicht rot. Ich bin bei Gelb durchgefahren. Das habe ich doch schon gesagt. Ja, und was machen wir jetzt? Sollen wir die Polizei rufen? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich ist doch gar nicht viel passiert, oder? An meinem Auto ist die Lampe kaputt, das kann ich selbst reparieren. Und Ihr Auto sieht doch wie neu aus. Ich finde, die Polizei brauchen wir nicht. Nein, nein, hier vorne ist alles kaputt. Das ist eine sehr teure Reparatur. Ich möchte auf jeden Fall die Polizei anrufen. Also gut, dann tun Sie das, aber beeilen Sie sich bitte. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, haben Sie denn nicht gesehen, dass die Ampel rot war? Warum haben Sie nicht gebremst? Sie können doch nicht einfach bei Rot über die Kreuzung fahren. Quatsch, die Ampel war gelb. Das habe ich genau gesehen. Sie sind zu früh losgefahren. Warum haben Sie nicht besser aufgepasst? Sie haben mein Auto doch gesehen, oder? Klar, ich habe Sie gesehen. Aber ich dachte natürlich, dass Sie an der roten Ampel stehen bleiben und warten. Die Ampel war nicht rot. Ich bin bei Gelb durchgefahren. Das habe ich doch schon gesagt. Ja, und was machen wir jetzt? Sollen wir die Polizei rufen? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich ist doch gar nicht viel passiert, oder? An meinem Auto ist die Lampe kaputt, das kann ich selbst reparieren. Und Ihr Auto sieht doch wie neu aus. Ich finde, die Polizei brauchen wir nicht. Nein, nein, hier vorne ist alles kaputt. Das ist eine sehr teure Reparatur. Ich möchte auf jeden Fall die Polizei anrufen. Also gut, dann tun Sie das, aber beeilen Sie sich bitte. Ich habe nicht so viel Zeit. Die Frau sagt, dass die Ampel rot war. Richtig. B. Der Mann hat die Ampel nicht gesehen. Falsch. C. Die Frau hat das andere Auto nicht gesehen. Falsch. D. Der Mann findet, dass nichts Schlimmes passiert ist. Richtig. E. Beide wollen sofort die Polizei anrufen. Falsch. F. Der Mann kann sein Auto selbst reparieren. Richtig. G. Die Frau hat Angst, dass die Reparatur an ihrem Auto nicht so billig ist. Richtig. Ja. Haben Sie denn nicht gesehen, dass die Ampel rot war? Warum haben Sie nicht gebremst? Sie können doch nicht einfach bei Rot über die Kreuzung fahren. Quatsch, die Ampel war gelb. Das habe ich genau gesehen. Sie sind zu früh losgefahren. Warum haben Sie nicht besser aufgepasst? Sie haben mein Auto doch gesehen, oder? Klar, ich habe Sie gesehen. Aber ich dachte natürlich, dass Sie an der roten Ampel stehen bleiben und warten. Die Ampel war nicht rot. Ich bin bei Gelb durchgefahren. Das habe ich doch schon gesagt. Ja, und was machen wir jetzt? Sollen wir die Polizei rufen? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich ist doch gar nicht viel passiert, oder? An meinem Auto ist die Lampe kaputt, das kann ich selbst reparieren. Und Ihr Auto sieht doch wie neu aus. Ich finde, die Polizei brauchen wir nicht. Nein, nein, hier vorne ist alles kaputt. Das ist eine sehr teure Reparatur. Ich möchte auf jeden Fall die Polizei anrufen. Also gut, dann tun Sie das, aber beeilen Sie sich bitte. Ich habe nicht so viel Zeit.